Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist das Hashtag Ungeschön-Format aus dem Monat November am Start. Und wenn du Bock drauf hast, eure Favoriten in mein Gesicht zu packen und das Ganze zu kombinieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Was ist Hashtag Ungeschönt? Nun, also, meine Freundin Sarah Isabel und ich haben uns zusammengetan schon seit, ich glaube mittlerweile sind es fast schon 2 Jahre, ne? Und jeden Monat schminken wir quasi auf jeweils unserem, also wir schminken uns halt und verwenden Produkte aus unserer Sammlung und überlegen uns dafür ein fancy Thema. Dieses Mal haben wir uns gedacht, okay, jetzt kommen ja die ganzen Favoritenvideos, aber es wäre irre interessant, mal eure Favoriten zu wissen. Und deswegen haben beide von uns im Community-Tab hier bei YouTube, ne, oder auch bei Instagram, also ich habe das nur bei YouTube gemacht, quasi uns, also euch gefragt, was eure Favoriten sind. Und ich muss wirklich sagen, ich bin eben durch meine Schminksammlung durchgegangen. Bei vielen Sachen musste ich nicken, bei manchen Sachen musste ich schlucken. Aber ich habe tatsächlich die Produkte ja alle da. Bis auf ein Produkt habe ich auch tatsächlich schon alles ausprobiert. Also die Lidschattenpalette war auch noch hier auf meinem, muss ich auf jeden Fall noch ausprobieren, Stapel. Und da bin ich sehr gespannt drauf, vor allem in Kombination mit den anderen Sachen. Aber hey, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Und heute um 19.30 Uhr wird auch die liebe Sarah Isabel auf dem Kanal Like a Daisy in Spring ihr Video hochladen. Schaut super gerne bei ihr vorbei. Und wir starten die ganze Chose einfach mal mit einem Produkt, was ja wirklich gehypt war. Bis zum geht nicht mehr. Von Catrice das Soft Glam Filter und ich habe euch auch alle Produkte in der Infobox verlinkt, sodass ihr, wenn ihr möchtet, euch gegebenenfalls die Produkte nachholen könnt, sofern sie noch verfügbar sind, weil teilweise sind es Limited Editions, ne? Ach ja, stimmt, der kam mit so einem Vieh und den kann man auch als Highlighter verwenden. Ich verwende den aber tatsächlich als Primer und hatte den auch in meiner Primer-Schublade drin. Kannst du aber auch als Foundation verwenden. Und ich glaube, ich verteile mir den auch erstmal mit einem Pinsel. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich davon gebraucht habe. Ich habe natürlich meine ganz normale Hautpflege so drunter, ne? Das heißt, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Hydration Primer und die Farbe 002 Fair ist halt voll meins, ne? Das ist wirklich meine Farbe. Also bei mir hinterlässt das wirklich nur Glow. Das macht jetzt nicht irgendwie eine Deckkraft oder so. Catrice ist auch gar nicht mal so wenig vertreten und ich habe letztendlich auch, ich glaube, 3 Produkte insgesamt von Catrice mir mit in das Schminke hier reingenommen. Also kann man auch mit den Händen natürlich verteilen, hinterlässt einen schönen Glow und ich mag gerne Glow Primer. Das ist halt voll meins, deswegen kann ich das absolut unterschreiben. Dann wurde sich auch der Under Eye Brightener tatsächlich auch in meiner Farbe gewünscht. 010 Light Rose, ne? Oder Light Rosy? Nein, Light Rose. Genau. Ist halt so ein Under Eye Corrector und der kommt in so einem Pöttchen und der war ja ständig ausverkauft. Den kann man super verwenden, um so ein bisschen seine Augenschatten schon mal so auszugleichen. Und ich denke auch, ihr werdet jetzt auch noch ganz viele Rabatte absahnen können. Also bei vielen, vielen Shops gibt es ja noch diese ganzen Black Sales, ne? Black Week, Cyber Week, schlag mich tot, ne? Das ist alles noch im Gange. Also bei Lookfantastic könnt ihr mit Claudi Welt immer das Maximale rausholen. Da gibt es halt auch super viel im High-End-Bereich, ne? Oder bei Purish gibt es auch Catrice-Produkte zum Beispiel. Da habe ich euch sicherlich auch von welche verlinkt. Da könnt ihr aktuell noch mit Claudis Welt 10% auf alles on top sparen. Und da ist ja noch der Mega-Sale am Start. Und dann haben wir auch noch Cosmetic for Less, die ja auch super viel rabattiert haben. Und da könnt ihr mit Claudi 15 auch auf alles nicht rabattierte sparen. Auf Catrice und Essence aber glaube ich nicht. Aber also jetzt ist ja eh die Zeit, ne? Rabatte, Rabatte, Rabatte. Da wirst du ja schlagen. Ich habe jetzt hier eine Foundation. Es wurde sich tatsächlich mehrfach die IT Cosmetics Your Skin But Better CC Plus Cream gewünscht. Und ich habe sie hier in so einer kleinen Probe, 4 ml sind hier drin, in der Farbe Light. Aber ich glaube, die ist mir sogar zu dunkel jetzt, weil ich bin ja wirklich extrem durchsichtig vom Hautton her. Also wenn man meine Foundation Shade finden müsste, wäre es die Shade durchsichtig. Gibt es ja tatsächlich auch von manchen Firmen, aber ich brauche ja trotzdem ein bisschen Deckkraft. Oh, die sollte ich vielleicht mal im Sommer oder so aufbrauchen, weil so viel ist da ja gar nicht mehr drin, ne? Trage ich mir jetzt mal auf und ich befürchte, dass die dunkel sein wird. Da muss ich vielleicht gleich noch ein bisschen korrigieren, aber das kriegen wir schon hin. Ja, im Sommer ist die geil, ne? Muss ich wirklich sagen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen dunkel. Und die ist auch wirklich klasse. Kann man nicht anders sagen, ne? Die ist sehr gut geeignet für Haut, die vielleicht auch nicht mehr 20 ist, sondern auch schon 34. Das heißt, sie ist überhaupt nicht fältchenbetont oder so. Das ist eine sehr angenehme Foundation. Wobei es ja eher eine CC-Cream ist, also Color Correcting, wie auch immer. Ihr seht aber tatsächlich, dass es ein bisschen zu dunkel ist. Da habe ich aber einen Trick auf Lager. Und zwar habe ich hier immer in meinem Tisch eine Foundation drin, die mir zu hell ist. Die mir zu hell ist, Leute. Jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist von Rare Beauty, die Foundation in der Farbe 120C. Ne, das ist einfach jetzt so mein Dirty Little Helper, um das mal so zu sagen.
Und da gebe ich mir nämlich ein bisschen was von drauf. Und dann kann ich das Ganze mit dem Pinsel auf meinem Gesicht vermischen. Und schwupps kriegen wir hier eine etwas bessere Farbe hin. Ne? Das ist schon mal ganz cool. Und ich bin echt total baff, dass ich wirklich einiges von den Produkten, die ihr genannt habt, auch tatsächlich da hatte. Aber ihr habt mir auch Sachen genannt, die ich wirklich noch ausprobieren muss dann. Ne? Also auch von Chanel und hasse nicht gesehen, ganz aufregend. Auch Naturkosmetikprodukte. Da muss ich sagen, habe ich bislang halt noch nicht die besten Erfahrungen gemacht. Und ich habe in meiner Sammlung hinter mir ja wirklich nur die Produkte, die ich dann ja auch mal ausprobiert habe. Und oh, jetzt habe ich mir ins Auge gebuffert. Wow. Und die wirklich dann bei mir funktioniert haben. Wir blenden hier noch fleißig rum. Theoretisch bräuchte ich jetzt auch hier für die Base oder für die Foundation keinen Beauty Blender, aber gleich für den Concealer, weil da wurde sich auch tatsächlich ein Tool gewünscht. Denn jetzt kommen wir zu einem Concealer, wo ich denke, den muss ich mit einem Schwämmchen einarbeiten, von Maybelline. Das haben sich viele gewünscht, ne? Superstay Active Wear. Ich habe den hier in der Farbe 05. Und da wurde wirklich gesagt, dass der großartig ist. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also den habe ich auch mal irgendwann, ich glaube, bei Beauty Bay gekauft. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie ich den so fand. Er ist auf jeden Fall sehr hell. Was schon mal ganz gut ist, ne? Und hier wurde sich explizit der Beauty Blender gewünscht. Und damit arbeite ich den jetzt einfach mal ein. Ja, in Relation zu Foundation ist der Concealer wirklich sehr hell. Ist auch interessant zu sehen, was für unterschiedliche Farben ich hier habe, ne? Es kommt auch immer drauf an, wann ich das gekauft habe. Im Sommer, im Winter. Den habe ich offensichtlich im Winter gekauft. Lässt sich aber schön mit dem Ganzen hier, ne, verblenden. Ja, den muss ich auf jeden Fall mal wieder öfters verwenden, weil der ist echt gut. Ich dachte immer, der hätte eine viel stärkere Deckkraft. Hat der gar nicht, ne? Weil der deckt halt meine Rötungen und meine ganzen... ja, ich habe super viele Muttermale halt so in diesem Bereich. Ne? Und das finde ich manchmal einfach unruhig, also dass es unruhig aussieht, aber sie sind halt da. Und dann müsste ich halt wirklich schon eine richtig krasse Full Coverage Foundation oder so verwenden, wenn ich das abdecken wollen würde. Bin ich halt ja auch nicht so ultra Fan von. Aber gut, es ist, wie es ist. Als nächstes habe ich hier den Essence Baby Got Bronze Stick. Das ist dieser hier, das war ja auch aus dem neuen Sortiments-Update. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Irgendwie war das total schwierig, auch immer wieder dran zu kommen. Ich habe 10 Cinnamon Spice. Und den nehme ich mir dann gerne mit meinem Quatsch, nicht mit dem Pinsel, mit dem Pinsel auf. Das ist nämlich auch gewünscht worden. Das ist der Pinsel aus der Catrice mit Riva Loves Me Limited Edition. Da war ich ja auch auf dem Launch-Event, deswegen ist da auch Claudies Welt eingraviert. Und da habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt. Das war schön. Da war auch Sarah Isabel mit dabei. Genau. Habe ich jetzt hier mal im Pinsel drin. Das kann man auch so, ne, auf dem Handrücken ein bisschen machen, damit das sich besser eingearbeitet hat und nicht zu doll aufs Gesicht kommt. Und dann wärme ich mein Gesicht einfach damit ein bisschen auf. Ach, tut das gut, mal wieder ein Schminki zu drehen, Leute. Ne? Das mache ich ja durch die ganzen Adventskalender und so. In letzter Zeit recht wenig, aber es wird jetzt Gott sei Dank auch wieder mehr Zeit dafür kommen, mehr Kapazitäten, um es mal so zu nennen. Ich habe das auch viel gemacht, dass ich dann ja auch auf Instagram live gegangen bin und mit euch zusammen mich geschminkt habe, neue Produkte ausprobiert habe, weil ich das einfach nicht mehr auf YouTube geschafft habe, auch zeitlich, ne? Die Videos zu schneiden und so. Und ja, jetzt wird sich das ja wieder etwas ändern. Im Dezember kommen noch ein paar Adventskalender, aber der Großteil ist im Kasten und auch schon auf YouTube. Also hier habe ich jetzt den Bronzer aufgetragen. Sehr subtil, aber auch sehr, sehr schön, ne? Ja, der Pinsel ist eh toll. Der ist total fancy. Einfach mal was anderes. Ganz außergewöhnliche Form. Da vergesse ich so oft, mich anzumalen, mich zu schminken. Dieses, wie heißt das Ding da vom Ohr? Ne? Das ist dann immer irgendwie einfach nur rot oder Hautfarben halt. Sieht manchmal etwas merkwürdig aus, aber ich habe ja meistens noch aktuell die Mütze auf. Aber so im realen Leben denke ich mir dann auch manchmal, ups, und dann wische ich immer so, was hier noch ist, dann dahin, dass es nicht ganz so bekloppt aussieht. Definitiv, ne? Also eine empfehlenswerte Geschichte, kann ich absolut nachvollziehen, dass der dann auch sehr beliebt war. Und es wurde sich aus einer Limited Edition, aus der Secret Garden Limited Edition, diese Palette gewünscht. Vor allem wegen dem Bronzerton und dem Blushton. Ich habe jetzt ja schon den Bronzer drauf, deswegen mache ich vielleicht noch ein bisschen was drüber. Mal gucken. Weil der hier ist deutlich intensiver. Und ich habe keinen Puder-Bronzer genannt bekommen, was ich auch sehr interessant finde. Also nur so Cream-Produkte. Ja, nehme ich mir auch mit diesem Pinsel auf. Ja, ich nehme mal hier den Bronzer auch nochmal on top, ne? Der ist nämlich wirklich krass. Also wirklich krass. Ich habe nur ein bisschen was hier auf dem Pinsel genommen. Setze ihn nochmal drüber, weil wenn ich gleich nochmal abpuder,
dann geht noch viel von dem, was ich jetzt auftrage, verloren. Aber so seht ihr den nochmal so ein bisschen drüber getoppt. Ist ein bisschen, ne? Aber definitiv eine schöne Palette. Ich habe auch schon mal gedacht, Mensch, ne, die kannst du doch auch super aufbrauchen. Deswegen ist die auch hier in meinem Schminktisch drin. Und ab und an verwende ich die auch immer mal wieder, weil ich die ganz angenehm finde. Gerade jetzt so Cream-Produkte, ganz ehrlich. Wenn du so ein paar Fältchen hast, dann ist es einfach schmeichelnder, wenn du da ein Cream-Produkt drüber gibst, als wenn du ein Puderprodukt verwendest. Weil das Ganze alles etwas pflegender aussehen lässt, ne? So, jetzt verwende ich hier auch den Blush und der hat es in sich. Also einmal ein paar Mal mehr reingedippt, weil der war wahrscheinlich noch ein bisschen trockener. Ich weiß es nicht. Ich vermische den offensichtlich mit dem Bronzer, der hier auf meiner Hand noch drauf ist. Aber gleich werde ich das tatsächlich dann auch ein bisschen noch intensivieren, weil der ist richtig krass, ne? Also man sieht es jetzt ja auch, ich habe nur ein bisschen aufgetragen und das ist schon direkt boom. Also richtig, richtig schön. Ganz, ganz tolles Produkt. Ja, immer diese Wiederholung, ne? Aber trotzdem sehr schönes Produkt. Und wenn man es etwas intensiver mag, kann man das auch noch aufbauen. Aber es sieht so richtig juicy und gesund aus. Ich glaube, das hatte ich mal in einer Story auch ausprobiert, diese Palettengeschichte, ne? Die Limited Edition komplett, glaube ich sogar. Oh, ich muss heute Abend eh Haare waschen, also kann ich das auch so in meinen Haarsatz reinschminken. So, definitiv ein wunderschönes Ergebnis. Ja. Den Cream Highlighter lasse ich da jetzt erstmal außen vor. Ihr habt mir keine Eyeshadow Base genannt, deswegen nehme ich hier meine aus dem Project Pen. Das ist einfach eine aus dem Adventskalender vom letzten Jahr. Und dieses Project Pen mache ich ja auf meinem Zweitkanal Claudis Bunte Welt. Ne? Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Das ist ja halt mein Zweitkanal, der entstanden ist, weil ja dieses Jahr mein Google-Konto gehackt wurde. Die Eyeshadow Base sitzt. Ich finde die wundervoll und ich würde mir so sehr von Essence wünschen, dass die mal mit ins Standardsortiment packen. Du hast da Ewigkeiten was von. Das ist eine schöne Base, oder? Schon mal sehr cremig das Ganze. Und ich finde, dass es relativ zum Körper passt. Puder verwende ich jetzt hier von Laura Mercier, das Translucent Loose Powder. Das habe ich auch schon ewig und drei Tage in meiner Sammlung. Ne? Das ist wirklich ein All-Time-Favorite. Und ja, ist, glaube ich, nur eine kleinere Größe davon. Dann nehme ich jetzt den Jacomob, also den kleinen. Ne? Da hat Maxim auch schon wieder neue bei sich im Shop bei Magiamo Beauty. Da könnt ihr auch, ihr könnt bei so vielen Sachen vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Ich nehme das halt mit dem Powder Puff auf und arbeite das ein bisschen in meine Handinnenfläche. Und dann gebe ich das immer erst so unter meinen Augen entlang. Den Rest dann auch gerne über meine Augen drauf, um schon mal alles so zu setten, was kritisch sein könnte. Aber letztendlich, du kannst dich ja schminken, wie du willst. Das sind jetzt hier nur einfach Tipps, wie ich das mache, ne? Und wie das dann jeder so für sich selber umsetzt, das gibt es ja keine Gesetze für. Also seid da ganz frei, ganz entspannt. Make-up soll Spaß machen und sich nicht an irgendwelchen Regeln orientieren oder so. So, für den Rest vom Gesicht verwende ich einfach einen Fluffel. Das ist dieser hier. Und die Pinsel, die ich nehme, sind von Zu Eva. Da wurden sich jetzt keine Pinsel gewünscht, in Anführungsstrichen. Sondern ich nehme jetzt einfach die ich da habe und die ich gerne verwende. Und da sind jetzt die von Zu Eva auf jeden Fall welche, die ich total empfehlenswert finde. Die sind ein bisschen teurer, aber die halten bei mir auch schon Jahre. Also ich nehme immer ein bisschen was dann aus dem Pöttchen, arbeite das in den Deckel ein, weil hier ist irgendwie gerade so ein kleines, das Pöttchen ist ein bisschen kleiner. Das war mal in einem Adventskalender, das heißt, du kannst es nicht so einfach in den Deckel reinmachen und dann in den Pinsel einarbeiten. Deswegen mache ich das jetzt auf diese Art und Weise. Aber es funktioniert ganz gut, weil so hast du nicht immer so einen Puderhaufen und musst den verteilen, sondern du hast es im Pinsel quasi schon verteilt drin und kannst es gleichmäßig auf dem Gesicht verteilen. So, Dülle haben wir abgepudert. Sieht fein aus, ne? Schön weich gezeichnet, fühlt sich sehr angenehm an. Und dann hat Maxim ja auch in der Galaxy Collection mit Riva Loves Me den Skin Enhancer herausgebracht. Und der wurde sich auch gewünscht und den würde ich jetzt einfach mal nicht als Highlighter verwenden, sondern reindippen, auf dem Pinsel haben, mal gucken, und übers komplette Gesicht geben. Das ist wie so eine Art Finishing Powder ohne groben Glitzer. Du nimmst jetzt nicht super viel, sondern nur einen Hauch und das verleiht halt diesen Glow. Ne? Und das finde ich sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm, offensichtlich. Ich habe den auch schon ein paar Mal verwendet dafür. Und ich fange dann immer tatsächlich an der Stelle an, wo ich ja normalerweise Highlighter auftrage, damit das Ganze nicht zu intensiv wird. Das heißt, ich mache immer, habt ihr ja gesehen, ne? Hier so ein Swipe und dann swipe ich so nach unten, dann über die Nase, unter den Augen, auf den Augen und auf der Stirn. Also so ist dann immer ungefähr meine Bewegung. Und ein bisschen dann auch den Hals entlang. Ja, so kann man das machen.
Ja, als Blush wurde sich hier von meiner wundervollen Kollegin Unbox Butterfly Nicole der Clinique Cheek Pop gewünscht. Ich habe den hier in der Farbe 22 Poppy Pop. Ich liebe diese, wie die heißen. Ja, ich muss da immer ziemlich wild drin rumrödeln, dass ich hier Produkt rausbekomme. Wahrscheinlich muss ich hier gleich auch einen etwas festeren Pinsel nehmen. Ich weiß es nicht. Lade ich hier den Pinsel auf jeden Fall ordentlich auf und trage mir den Blush einfach hier so auf. Also für mich sind die tatsächlich etwas sehr Dezentes. Aber man kann sie halt aufbauen und dann hast du hier so einen schönen Glow. Auch interessant zu sehen, dass meine Community da ähnlich tickt wie ich, ne? Nämlich, dass wir alle so glowy Mäuse sind und nicht so die matten Mäuse. Das fand ich richtig cool. Da hat sich auch jemand Hatice Schmidt Labs gewünscht, und zwar den Highlighter. Ich habe den in der Farbe Fair. Finde den extrem schön. Also der ist auch nie zu viel, nie zu wenig. Ich finde den total großartig, ne? Also der ist halt wirklich wie glasiert. Und der glitzert nicht, der ist einfach so, ne? Wie soll ich das sonst beschreiben? Ich finde den auch großartig. Hatte den auch irgendwie mal vor 2 Jahren in meinen Jahresfavoriten. Also als sie die rausgebracht hatte. Den Bronzer davon habe ich auch und den finde ich auch wunderschön. Auch den kannst du komplett übers ganze Gesicht verwenden, wenn du möchtest. Und ich habe ihn da. Ja, beautiful, oder? Das ist eine tolle Base. Leute, ihr habt gute Favoriten. Macht gerne leiden. Und ich werde mir jetzt eben kurz das Pinselhaar aus meinem Auge rauspulen müssen. Denn das hasse manchmal bei Echthaarpinseln. Denn das ist bei diesem Zu-Eva-Pinsel-Set bei manchen der Pinsel so. Also dieser hier zum Beispiel ist auch Echthaar, ne? Die verlieren halt manchmal Haare. Das ist einfach so. Während diese schwarz-weißen, eigentlich war das ja mal weiß, synthetische Pinsel sind. So! Augenbrauen. Da habt ihr euch zwar eine Augenbrauenpomade gewünscht, aber die habe ich nicht da von Riva Loves Me. Das heißt, ich muss ja erstmal meine Hand sauber machen, sonst ist hier gleich alles angemalt. Da verwende ich auch meinen, den ich jetzt aktuell in Verwendung habe, von Yves Rocher. Es ist einfach mein Crayon Sourcil Eyebrow Pencil und ich habe ihn in der Farbe Blond. Ich bin so aufgeregt, wie gleich der Augenlook auch wird. Also die Base ist schon mal richtig geil, gefällt mir irre gut. Da müssen wir jetzt gleich noch schauen, dass die Augen und Lippen dementsprechend genauso genial werden, weil dann kann ich nachher noch schön ein paar Videos drehen mit dem Look, ne? Und ich finde auch wirklich, dass dieses Full Face, also eure Favoriten, absolut das widerspiegeln, was man ja auch auf diesem Kanal sieht, ne? Deswegen mache ich auch gerne solche Umfragen und interagiere mit euch, um halt auch zu erfahren, ob der Weg, den ich gehe, halt auch der ist, den ihr mit mir gehen wollt. Also es ist ein bunter Mix aus sehr, sehr guten Drogerieprodukten, aber auch sehr, sehr guten High-End-Produkten. Und ich würde auch sagen, dass ich versuche, genau diesen Mix in meiner Sammlung zu haben oder auch genau diesen Mix euch immer wieder zu zeigen, zu reviewen und einfach so ein gesundes Mittelmaß zu finden, ne? Also Drogerieprodukte, die High-End-Qualität haben oder annähernd, sodass man da halt einfach einen guten Deal machen kann, aber trotzdem sich ab und an einfach mal was gönnen kann. Und da schaue ich auch immer ganz genau hin, dass ich euch dann auch wirklich eine Empfehlung oder eine Empfehlung aussprechen kann, damit ihr kein Geld unnötig ausgibt, ne? Lasst mich das Geld raushauen, das ist okay. Das tut euch nicht so weh, ne? Und dann ist es auch alles vollkommen fein. Also das ist meine Aufgabe. Deswegen habe ich auch über 150 Adventskalender ausgepackt, damit du deinen richtigen gefunden hast. Ich hoffe, du hast deinen richtigen gefunden. Ich habe echt dafür geackert. An dieser Stelle Prost. Schatzi sagt immer, das würde aussehen wie eine Urinprobe. Aber wenn meine Urinprobe so aussehen würde, würde ich mir wahrscheinlich Sorgen machen. Das ist einfach ein Waterdrop in Wasser reingemacht. Ich habe hier immer einen Krug stehen, ne? Da ist immer Wasser drin. Und dann habe ich hier so ein paar Waterdrops oder halt so Sirup oder halt auch aus Boxen Getränke. Und dann wird hier immer ordentlich getrunken. So, der hier wurde sich auch gewünscht, Gott sei Dank. Boah, ich bin aus der Puste, ne? 24 Hours Brow Setter von Benefit und der ist wirklich richtig geil. Also ein ganz, ganz tolles Produkt, wobei ich muss sagen, in der Drogerie gibt es auch mittlerweile sehr, sehr gute Alternativen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob euch das auch aufgefallen ist, dass die Drogerie halt wirklich immer mehr nachzieht und auch wirklich qualitativ sehr, sehr gute Produkte rausbringt. Also eine Essence-Palette oder eine Catrice-Palette, die wir jetzt mittlerweile in Limited Editions oder auch im Standardsortiment finden, ist bei weitem nicht mehr vergleichbar mit dem, was vor 2, 3 Jahren so
on fleek war. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie diese Palette performen wird. Disney Winnie the Pooh Eyeshadow Palette Love mit Esel und Ferkel wurde sich gewünscht. Es wurden sich auch von Cosmic Brushes die Serenity Palette gewünscht oder die Natasha Denona Xenon Palette. Aber die hier habe ich selber noch gar nicht ausprobiert und da war ich jetzt einfach mal sehr, sehr gespannt, ob ich diese Freude ebenso teile. Also die ist halt wirklich noch niegelnagelneu. Habe ich mir auch gekauft, als sie rausgekommen ist. Und die sieht zwar gar nicht mal so super fancy-pansy aus, aber ich habe hier nachher noch Produkte, die das Ganze noch mehr aufpeppen werden. Guckt euch diese Base an. Ja, es gucken noch so ein paar, ne, Mr. Freds durch, ist auch vollkommen in Ordnung, sollen sie. Haben ja auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung, aber ich finde, das sieht gut aus. Sehr juicy, ne? So mag ich das doch. Okay, also. Ich versuche das Ganze jetzt auch nicht allzu abgefahren zu machen. Erstmal Every Moment, das ist dieser Ton hier. Ihr könnt diesen Look sicherlich auch mit anderen Paletten nachschminken. Ne? Das hier ist ein Schweinchen-Rosa-Pastell-Setting-Ton. Ich mag es ja ganz gerne, mit matten Tönen eher auf einer gesetteten Base zu arbeiten. Das ist halt einfach so mein Vibe. Ne? Okay, so. Dann möchte ich gerne verwenden... Also ich gehe jetzt wirklich in die lila Richtung, weil ich habe gleich noch was Lilanes und ich habe noch was Blaues. Hier geht die Party noch weiter ab. Piglet nehme ich hier, also Ferkel. Den setze ich mir einfach hier auf mein komplettes Lid drauf. Aber fokussiere mich wirklich so auf die Lidfalte, dass das Ganze halt wie so eine Art Ausblendeton auch nachher wird. Und ist es nicht cool, dass ich jetzt auch für mein Hashtag ungeschönt Video, was ich ja mit meiner Freundin Sarah Isabel mache, auch wirklich eine Freundschaftspalette verwende? Ich freue mich auch drauf, sie sehr bald wiedersehen zu können. Wir wohnen ja eigentlich gar nicht so ultra weit auseinander. Aber private Umstände erfordern halt einfach manchmal, dass man nicht so die Möglichkeit hat, einfach zueinander zu fahren. Was ich sehr schade finde, aber wir haben natürlich auch immer Kontakt und tauschen uns aus. Aber ich vermisse es tatsächlich schon, sie wieder mal in den Arm nehmen zu können. Sehr bald. Also für nächstes Jahr definitiv vorgenommen, dass wir uns sehen. Vielleicht trifft man sich nochmal auf Events oder so. Das letzte Mal haben wir uns echt auf dem Event von Riva Loves Me mit Maxim getroffen. Und ja, wird auf jeden Fall mal wieder Zeit, ne? Also allein dieser Ton gefällt mir schon mal richtig gut. Das ist ein ganz, ganz netter, anschmiegsamer und einfacher Ton, ne? So. Ich glaube, ich versuche einfach nur erstmal Little Moments, also den Ton hier oben, zu verwenden. Das ist ja so ein Taubton. Ich habe wirklich hier so einen richtig fetten Smudger-Pinsel eigentlich, ne? Das ist ein Luxe All Over Shader 222. Naja, auf jeden Fall versuche ich den jetzt hier außen zu verwenden und auch in die Lidfalte. Oder in der Lidfalte, man weiß es nicht. Auf jeden Fall so aufzutragen. Das ist tatsächlich zurückhaltend noch. Was ich in dieser Palette cool gefunden hätte, wäre halt wirklich ein matter lila Ton. Ich weiß nicht, wie ist denn Friendship so? Friendship ist eigentlich ganz geil. Das ist ein matter Ton, der so Sparkles drin hat, ne? Den haben ja manche Firmen jetzt auch so in den Paletten. Ich mache den Pinsel mal ein bisschen sauber und nehme mir diesen Ton einfach auf. Mal gucken. Wow, der hat richtig Kapitiers. Oha, da muss ich aufpassen, dass ich nicht allzu sehr damit krümel. Dann gebe ich mir mal hier auf mein Lid. Okay. Oh, damit funkelt ja alles hier. Das ist ja mal Wahnsinn. Also ich kriege hier wirklich eher die Schimmerpartikel auf mein Auge als das Tönchen, was dann ja quasi Esel, also IA, repräsentieren würde. Habe ich gerade eigentlich Esel und Ferkel gesagt? Auch geil. IA, so heißt er. Zu viel Shrek in letzter Zeit mich damit beschäftigt. Okay, so, ein bisschen Fallout kann ich hier mit dem Powder Puff wegwischen. Das ist vor allem Glitzer-Fallout. Ich möchte jetzt aber Schimmer auf meine Augen geben. Doch, ja. Und dafür verwende ich hier den NYX Glitter Glue, der hält alles immer an Ort und Stelle. Und ich denke, Eori werde ich da drüber geben. Mal gucken. Ich liebe ja den NYX Glitter Glue, ne? Das ist so ein Game Changer für mich. Weil der so leicht zu verarbeiten ist. Einfach so ein Würstchen aufs Auge oder auf den Pinsel. Relativ grob verteilen. So, dann nehme ich mir Eori oder nehme ich mir UK? Ne, ich nehme Eori. Den finde ich toll. Den setze ich mir hier außen dran. Das ist natürlich super witzig, ne? Denn Sarah Isabel sagt immer wieder zu mir, Claudi, du musst mehr lila Looks machen, denn lila Looks sind toll. Okay. Oh. Ja, und dann nehme ich mir Family mit dem Finger auf. Das ist dieser Ton. Der hat halt auch so blaue Sparkles mit drin, ist so ein rosa. Den setze ich mir dann nach innen.
sehr flaky, muss man dann halt wirklich immer wieder aufbauen, ne? Aber der hat so einen schönen rosa-blau-Schiff, das mag ich ja. Und das passt natürlich jetzt auch volle Elle zu dem, was ich für gleich noch geplant habe. Das ist eine tolle Palette. Das sieht schön aus. Sehr girly, ne? Finde ich ganz cute. So, für den Innenwinkel nehme ich, ich glaube, dieses Orange Enchanted Place. Ist auch mal was anderes, ne? Orange-Gold-Schimmer. Ui, das ist nice. Das sieht schön aus. Und weil ich den jetzt auf dem Lid ein bisschen vermisse, nehme ich mir auch den Ton Friendship auf. Das ist ja so ein violetter Ton und verwende den für meinen unteren Wimpernkranz. Das sieht dann natürlich sehr feenhaft aus, weil der glitzert. Definitiv eine sehr mystische, sehr fast schon feenhafte Palette. Aber ich finde diese Kombination aus Rosa und Lila wirklich sehr, sehr schön. Also aus Schweinchen, Rosa und Lila im Prinzip. Deswegen, also kann ich auch absolut nachvollziehen, dass es deine Lidschattenpalette des Vertrauens ist. Und jetzt passend zu dem Look habe ich mir auch einen von den Nabla Arrow Pops rausgenommen. Das ist der Lavender, genau. Und den setze ich mir jetzt an den unteren Wimpernkranz. Bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt in Kombi aussehen wird. Ne? Ach, das, man muss sich dran gewöhnen, da wieder was auf der Wasserlinie zu haben, aber ich finde es ganz süß. Ach, ich bin auch ein Wurm. Den hätte ich doch als Eyeshadow Base verwenden können, weil das wäre ja richtig geil geworden. Naja, besser spät als nie so eine Erkenntnis haben, ne? Passt jetzt auf jeden Fall auch sehr gut zum Look, was ich gerne mag. Was auch gut zum Look passt, ist natürlich hier ein blauer Eyeliner. Wow, ja, der ist von Banana Beauty und ich habe hier den Long Lasting Ink Liner in Take a Risk. Ach komm. Passt doch eigentlich ganz gut, oder? Ja, definitiv malt der sehr, sehr schön, auch über Lidschatten. Kann ich definitiv unterschreiben. So, ich hatte jetzt eine kleine Unterbrechung, weil ich Julius eben wieder geholt habe. Hat mir dann auch eben noch etwas Schmuck umgelegt. So, kommen wir jetzt zu einem Fixing Spray. Da habe ich von Charlotte Tilbury das Airbrush Flawless Setting Spray. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut, weil das sehr dewy vom Finish her macht. Also das ist nicht so mattierend oder so, wie soll ich das sagen, wie Haarspray oder so vom Gefühl her. Sehr fein. Hallo. Sehr verstopft offensichtlich. Nein. Wieso? Ja, so versuche ich das manchmal durchzupusten, ne? Habe ich hier irgendwo eine Nadel? Also dieses Nagel, wie auch immer man das nennen soll, Aufbewahrungsding, hat eine Geschichte. Denn das hat meine Mama damals im Unterricht, also als sie tatsächlich Schülerin war, genäht. Genau. Mal gucken. Also teilweise sind die Nadeln, die da drin sind, auch eben so alt. Es funktioniert wieder. Leute, wie geil. Okay, ja, das so als kleiner Tipp am Rande. Oh, wo sprühst du denn hin? Noch nicht da, wo du sonst war. Ja, der Sprühnebel ist jetzt leider nicht mehr so fein, wie er mal war. Aber immerhin kriege ich das Produkt raus. Yay. Ja, und ihr seht, es ist wirklich super dewy, juicy, ne? Leuchtend im Dunkeln. Es wurden auch relativ viele verschiedene Mascaras sich gewünscht oder auch genannt. Und ja, fast alle davon hatte ich da. Ich musste dann nur wirklich mal entscheiden und habe mich dann letztendlich für die Telescopic Lift von L'Oreal entschieden, weil die ist halt auch wirklich total abgegangen wie ein Zäpfchen. Ne? Ich glaube, viele mögen die auch sehr, sehr gerne. Und ja, habe ich hier, werde ich jetzt auftragen. Wir kennen das Bürstchen, das sieht ein bisschen aus wie eine Assel, sage ich immer. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich das sage, aber ich empfinde das so. Also weil das halt so platt ist und das sieht irgendwie so aus, wenn man von oben drauf guckt, als wären das hier so ganz viele Füßchen. Aber gut, ist halt ein ganz fancy, abgefahrenes Gummibürstchen. Und ja, das sind jetzt einfach mal meine Wimpern ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ab der dritten Schicht fängt die an, auch ein bisschen die Wimpern mehr zu verkleben und ist nicht vielleicht dann für jeden so die optimale Mascara, dann vielleicht nur zwei Schichten verwenden, aber
Ich mag die. Ne? Also die macht einen schönen Aufschlag und die hält ganz gut und die macht auch Länge und Volumen. Das ist halt immer so das, was ich haben möchte. Ich habe hier nur ein bisschen gepatzt, aber das ist nicht schlimm. Das kann man ein bisschen antrocknen lassen und dann halt mit so einem Spoolie einfach wegmachen und fertig ist die Laube. Ne? Ich mag das. Also das ist ein wirklich schön gelungener Augenlook, muss ich sagen. Ja, es war wahrscheinlich nicht die beste Idee, auch dieses blau-lila Schimmer an den unteren Wimpernkranz zu geben, weil dadurch hat man schon ein bisschen Glitzer-Fallout. Aber das ist schon mal, also mir gefällt das, ne? Ich fühle mich da sehr, sehr wohl jetzt mit. Dann schauen wir uns zu guter Letzt mal die Lippenprodukte an. Da habe ich hier von M. Asam den Lip Designer in der Farbe Rosewood. Ein wirklich wunderschöner Lip Liner. Sehr haltbar, sehr cremig, aber nicht unangenehm. Also den mag ich auch sehr gerne zum Herausdrehen, ne? Und Lip Liner sind halt schon eine feine Sache, weil die verhindern halt, dass das, was du auf die Lippen aufträgst, in die Lippenfältchen, in diese Plissé-Fältchen reinkriecht. Und dadurch sieht dann alles etwas mehr geordnet aus. Und du kannst dir den auch komplett auf die Lippe auftragen, ne? Und dann einfach vielleicht ein Gloss drüber oder so, wie man das halt mag. Sieht echt weird aus, wenn ich meine Haare so nach hinten habe. So ist besser, ne? Gefällt mir auch besser. Dann verwende ich jetzt nämlich einen Lippenstift. Genau, das ist ein Beyond Jelly Lippenstift von Nabla. So wunderschöne Farben, so wunderschöne Texturen. Und ich habe hier die Farbe Lutz. Oder Lutz. Sheer Lipstick ist das einfach. Und der ist jetzt auch ein bisschen kühler und der dürfte jetzt auch ganz toll zum Lip Liner passen. Oh ja. Oh ja. Und das passt richtig gut zum Look. Oh mein Gott, ich habe jetzt nämlich auch so eine kühle Lippe zu diesem kühlen Look eigentlich, aber nicht zu aufdringlich alles. Also es sieht echt harmonisch aus. Leute, ihr habt so geile Favoriten rausgehauen, muss ich wirklich sagen. Ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Und ich habe tatsächlich auch nichts irgendwie neu gekauft oder so. Ich habe alles aus den Schränken hinter mir verwendet. Und ich fühle mich mit diesem Look sehr, sehr wohl. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Videos damit drehen, ein paar Adventskalender-Unboxings. Aber ihr werdet dieses Video tatsächlich schon, also ich drehe das jetzt heute am Dienstag und ihr werdet das am Mittwoch sehen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ihr diese Favoriten genannt habt, weil ich fühle mich wohl. Und das passt alles sehr gut zusammen. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, schaut gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch die Produkte aufgeführt, ne? Und auch verlinkt, sofern sie noch verfügbar sind. Und schaut auch gerne bei Sarah Isabel vorbei. 19:30 geht dort die Party ab. Also da gehen wir dann alle zusammen rüber, denn ich werde direkt dort sein und bin einfach gespannt, wie dann ihr fertiger Look aussieht. Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt bei der Community-Umfrage. Und vielleicht mache ich das nochmal ein paar Mal öfter, weil es hat echt Spaß gemacht. Ja, Mensch, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn ein Däumchen, ein Träumchen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz toll und doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.